wie auch immer. Ich habe Selbstgespräche geführt damals und die haben mich ziemlich runtergezogen. Weil ich habe mir gedacht, das ist für ein grauslicher Tag, schon wieder aufstehen, das Wetter draußen, die Leute, schon wieder diese Konflikte und Streitereien die ganze Zeit. Also ich war ziemlich angefressen und ärgerlich und so weiter, damals. Und die Frage stellt sich, wer will eigentlich mit solchen Leuten, die immer angefressen sind, wirklich gern zusammen sein, oder? Und mürrisch sind und so, mag man eigentlich nicht. Ne? So schlecht für die Gesundheit, ne? Wenn man sich so runterzieht, so im Teufelskreis. Ne? Dann gibt es allerdings auch Menschen, die sind nett zu sich selbst, oder? Kennst du solche vielleicht? Die schon in der Früh sagen, du sollst den Tag schon vor dem Abend loben. Okay? Also einen guten Blick haben auf den Tag. Natürlich funktioniert nicht alles, aber man kann damit anders umgehen. Die nett sind, die zuversichtlich sind, die freundlich sind, die zuvorkommend sind, höflich sind und liebevoll sind möglicherweise. Oder? Die führen so einen Engelskreis der Kommunikation mit sich. Die schauen auch besser aus, die Menschen. Und mit denen sind wir, glaube ich, lieber zusammen als wir mit den anderen, oder? Würdest du mir da recht geben? Das ist irgendwie die angenehmeren Zeitgenossen. Und jetzt wäre es doch cool, zwischen diesen beiden jederzeit selbst wählen zu können, oder? Du sagst, jetzt will ich wirklich grantig sein und angefressen, jetzt zippt es mich so an. Das mag jetzt wirklich sein, absichtlich. Oder zu sagen, hey, jetzt schalte ich um und bin neugierig und liebevoll und hilfsbereit und zuvorkommend und höflich und so weiter. Also zwischen den beiden selbst bestimmen zu können, wie du gerade sein willst, oder? Aber das ist nicht immer so der Fall. Also wie auch immer. Ich habe Selbstgespräche geführt damals und die haben mich ziemlich runtergezogen. Weil ich habe mir gedacht, das ist für ein grauslicher Tag, schon wieder aufstehen, das Wetter draußen, die Leute, schon wieder diese Konflikte und Streitereien die ganze Zeit. Also ich war ziemlich angefressen und ärgerlich und so weiter, damals. Und die Frage stellt sich, wer will eigentlich mit solchen Leuten, die immer angefressen sind, wirklich gern zusammen sein, oder? Und mürrisch sind und so, mag man eigentlich nicht. Ne? So schlecht für die Gesundheit, ne? Wenn man sich so runterzieht, so im Teufelskreis. Ne? Dann gibt es allerdings auch Menschen, die sind nett zu sich selbst, oder? Kennst du solche vielleicht? Die schon in der Früh sagen, du sollst den Tag schon vor dem Abend loben. Okay? Also einen guten Blick haben auf den Tag. Natürlich funktioniert nicht alles, aber man kann damit anders umgehen. Die nett sind, die zuversichtlich sind, die freundlich sind, die zuvorkommend sind, höflich sind und liebevoll sind möglicherweise. Oder? Die führen so einen Engelskreis der Kommunikation mit sich. Die schauen auch besser aus, die Menschen. Und mit denen sind wir, glaube ich, lieber zusammen als wir mit den anderen, oder? Würdest du mir da recht geben? Das ist irgendwie die angenehmeren Zeitgenossen. Und jetzt wäre es doch cool, zwischen diesen beiden jederzeit selbst wählen zu können, oder? Du sagst, jetzt will ich wirklich grantig sein und angefressen, jetzt zippt es mich so an. Das mag jetzt wirklich sein, absichtlich. Oder zu sagen, hey, jetzt schalte ich um und bin neugierig und liebevoll und hilfsbereit und zuvorkommend und höflich und so weiter. Also zwischen den beiden selbst bestimmen zu können, wie du gerade sein willst. Das ist übrigens auch eine gute Idee in Konflikten, sich das aussuchen zu können, wie du gerade sein willst. Und das wäre eine gute Idee, das machen zu können. Und wenn ich da so mir das überlege, da fällt mir immer ein dieser John Strelecki, oder Strelecki sagt man, The Big Five for Life, kennt das jemand von euch? Das Buch The Big Five for Life, ist bekannt, ja. Und zwar am Anfang ist es so, dass ein gewisser Unternehmensberater Thomas jemand fragt, ist heute ein guter Museumstag? Und die Person, die gefragt wird, die schaut etwas komisch und sagt, was ist mit dem los, was will der von mir? Ne? Und dann erklärt dieser Unternehmensberater Thomas, also Namensgleichheiten sind zufällig, sagt dann, na schau, es wäre doch schön, wenn du an diesem Tag solche Erinnerungen hättest, die du gerne dir in dein Museum hängst, dass du immer gerne besuchen gehen möchtest, diese Erinnerung. Das wäre doch nett, oder? Jeden Tag so zu gestalten, dass du dich gerne daran erinnerst. Und die Vera Birkenbiel hat gesagt, in unser unbewusster Verstand, der ist genau dieses Museum, diese Erinnerungen, der speichert genau diese Erinnerungen ab. Und unbewusst heißt, es ist uns nicht bewusst, darum heißt es ja unbewusst. Jedoch ein Teil des Unbewussten ist immer bewusst, unser bewusster Verstand. Also der bewusste Verstand ist der Teil des Unbewussten, der gerade bewusst ist. Und sie hat das mit einer Taschenlampe verglichen, hat gesagt, dieser bewusste Verstand könnte wie eine Taschenlampe sein, wenn die 5 Meter weit leuchtet und du gehst durch diesen Gang deiner Erinnerungen, durch diesen Museumsgang durch, dann könntest du alle deine Erinnerungen besuchen gehen.
Und die Frage ist, wie lang ist denn so ein Museumsgang, wenn die Taschenlampe 5 Meter weit leuchtet und das Unbewusste mit seinen 100 Milliarden Nervenzellen als Metapher natürlich betrachtet. Wie lang wäre dieser Gang im Vergleich zu dieser Taschenlampe? Hat jemand eine Idee? Also sie meinte 10.000 Kilometer. Also ein bis zwei.